Sauwetter. Der Rest des Jahres wird einlösen, was der Januar verspricht. Vom Wintereis über den Sommerregen, das miese Wetter ist ein Dauerthema dieses Jahres. Das Wichtigere, Alarmierendere ist die Arbeitslosigkeit. Ein Bündnis für Arbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften funktioniert nicht. Die Politik redet. 4 Millionen Arbeitslose, der Kanzler will die Zahl bis zum Jahr 2000 halbieren, Wunschdenken. Die Realität, Arbeitsplätze werden abgebaut, die Unternehmen machen sich schlank, obwohl die Konjunktur Aufschwung meldet. Die alten Gleichungen stimmen nicht mehr. Tschetschenien. Russlands letzter Versuch im Kaukasus, mit Gewalt zu gewinnen, was längst verloren ist. Das Morden ist sinnlos geworden. Im fernen Moskau begreifen es immer mehr. Ständchen für einen, der sich nun endlich als Staatsmann legitimiert fühlen kann. Yasser Arafat. Ihn wählen die Palästinenser im ersten souveränen demokratischen Akt ihrer Geschichte zum Präsidenten des Autonomierates. Politisch ein wichtiger Schritt, aber wohin? In Lübeck brennt ein Asylbewerberheim. 10 Menschen kommen in den Flammen um. Erste Anzeichen weisen auf fremdenfeindliche Skinheads hin. Dann gerät ein Mitbewohner aus dem Libanon in den Verdacht der Brandstiftung. Die Spurensucher und die Justiz haben es schwer, Fakten und Vorurteile zu sortieren. In Israel beginnt eine Zeit der Trauer und des Entsetzens. Eine Serie von Selbstmordattentaten der islamistischen Hamas-Fanatiker erschüttert das Land, das sich gerade auf Neuwahlen vorbereitet. 26 Tote bei einer Explosion in einem Bus in Jerusalem. Weitere Anschläge, weitere Tote folgen. Eine schwarze Serie für die Luftfahrt beginnt mit dem Absturz einer Maschine der türkischen Birgen Air vor der Küste der Dominikanischen Republik. 164 deutsche Chartertouristen bezahlen die schnelle Flucht ins vermeintliche Paradies mit dem Leben. Nachdenken. Muss der Konkurrenzkampf der Reiseveranstalter mit immer billigeren Angeboten nicht irgendwann zwangsläufig auf Kosten der Sicherheit gehen? Die Sehnsucht nach Urlaubsglück ohne Gewehr? Die besondere Bedeutung von Mostar als zweite Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina gewährleistet. Hans Koschnik in Mostar. Redlich und mutig hat sich der einstige Bremer Bürgermeister im Auftrag der Europäischen Union für die Aussöhnung in Bosnien engagiert. Der Dank ist Hass. Als Koschnik die Verwaltungsbezirke der Stadt neu ordnet, wird er in seinem Wagen eingekesselt und beschossen. Ende einer Dienstreise des guten Willens. Der Weg, bis aus der bloßen Verhinderung des Schießkrieges ein Frieden wächst, ist noch weit. Zum ersten Mal in ihrer jahrtausendealten Geschichte wählen Chinesen einen Staatschef. Nur auf der kleinen Insel Taiwan, aber trotz massiver Drohungen aus Peking. In Berlin kommt der Hauptstadtbau voll in die Gänge.
die größte Baustelle Europas, rund um die Uhr. In Bonn zanken sich Bürokraten und Politiker weiter um den Umzugstermin. Schweißarbeiten verursachen auf dem Düsseldorfer Flughafen eine Brandkatastrophe. Rauch, giftige Dämpfe aus Versorgungsleitungen, ein Albtraum, 17 Tote. Der passagierreichste deutsche Charterumschlagplatz ohne ausreichende Sicherheitssysteme? Es wird ein Horrorjahr für die Luftfahrt bleiben. Können Sie mich verstehen heute? Gut. Ihr Klient möchte Doktor sprechen, beziehungsweise, dass er die Sache regelt. Bitte? Gut. Die Stimme führt die Fahnder auf die Spur. In Hamburg ist Philipp Remzma entführt worden. Aus seinem Haus in ein Versteck, in dem er dann 33 Tage gefangen gehalten wird. Der Polizei gelingt es, nach einigen Pannen, eine Rekordlösegeldübergabe von 30 Millionen Mark nicht zu verpatzen. Der vermutete Haupttäter bleibt flüchtig. Philipp Remzma, befreit, bleibt öffentlichkeitsscheu wie eh und je. In München macht der Kaiser wieder mit. Der Intrigenstadel FC Bayern führt die spektakulärste Trainerentlassung der Saison auf. Otto Rehhagel passt offensichtlich nicht auf den Münchner Marktplatz der Eitelkeiten. Die Stars bedanken sich prompt mit dem Gewinn des UEFA-Pokals. Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Saar. Es wäre so schön gewesen. Berlin, die Metropole und das Land Brandenburg, eine politische Vernunft-Ehe. Doch trotz propagandistischem Höchsteinsatz des Spitzenpersonals, die Bürger entscheiden anders. Die Berliner wollen, die Brandenburger nicht. Wir haben uns bemüht, aber das Zukunftsprojekt ist an Brandenburg gescheitert. Noch ein Zukunftsprojekt mit umstrittener Akzeptanz. Die Magnetschwebebahn Transrapid von Hamburg nach Berlin. Leise rieselndes Falschgeld in Bonn erinnert an die Zweifel am teuren Vorhaben. Aber der exportorientierte Technologieglaube obsiegt. Der Bau wird beschlossen. Was beschlossen ist in Deutschland, wird auch durchgesetzt. 19.000 Polizisten, der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik, müssen 2 Tage lang den Transport eines Behälters mit hochradioaktivem Abfall ins niedersächsische Zwischenlager Gorleben sichern. Bilder wieder einmal wie aus einem fremden Land. Da reist ein bekannter Fußballexperte zum Endspiel der Europameisterschaft ins Londoner Wembley-Stadion. Ich tippe, dass wir es schaffen, 2:1. Torisches. Weil zum ersten und wohl auch zum letzten Mal ein Spiel mit dem ersten Treffer in der Verlängerung beendet wird. Trainer Vogts rehabilitiert. In Russland, wo der Blick zurück manchem lieber ist als der in die Zukunft, sind Präsidentschaftswahlen. Boris Jelzin auf Tour. Er
Er ruiniert seine Gesundheit, verspricht das Blaue vom Himmel und gibt Millionen aus. Woher sie kommen, wird nicht gesagt. Mag er auch krank sein, Jelzins Machtinstinkt ist intakt. Der neue Sicherheitschef Lebed bedient die urrussische Sehnsucht nach Ordnung, nach Führung, nach der starken Hand. Doch den Amtseid legt ein Mann ab, dessen Hinfälligkeit nicht mehr zu verbergen ist. Erleichterung vor allem im Ausland, dass alles beim Alten bleibt, in Russland. Aber bleibt es das wirklich? Jelzin verschwindet in Sanatorien, die Machtverhältnisse im Kreml sind unklar. Grausige Grabungsarbeiten in Bosnien. Alle Welt sieht jetzt, wo die Männer von Srebrenica geblieben sind, nachdem die Serben die UN-Schutzzone gestürmt hatten. Atlanta, die Olympischen Sommerspiele. Im US-Bundesstaat Georgia drohen Überorganisation und Kommerz, den Spaß am Sport zu ersticken. Wo alles vermarktet ist, verplant und kontrolliert, wo das Wort Spiele durch Showbusiness zu ersetzen ist, ausgerechnet dort ereignet sich das um jeden Preis zu verhindernde, ein Attentat. Zwei Besucher des Olympischen Vergnügungsparks kommen durch eine Bombe ums Leben. In New York startet ein Jumbojet der TWA und wird nach wenigen Minuten durch eine Explosion in der Luft zerrissen. Alle 230 Insassen kommen ums Leben. Attentat, Abschuss durch eine Rakete, technischer Defekt. Die Hinterbliebenen haben noch keine Antwort. Die Jünger des aktuellen Zeitgeistes toben sich in Berlin aus. 600.000 bei der Love Parade. Echt geil, finden es die meisten. Ein Land versinkt in Scham, Schande und Schuldgefühlen. Fassungslos erfahren die Belgier von den Verbrechen eines Kinderschänders und seiner Komplizen. Als zwei lange vermisste Mädchen tot aufgefunden werden, stellt sich heraus, dass man einem perversen Händlerring auf der Spur ist. Die Zahl der Opfer ist noch größer. Unglaubliche Versäumnisse der Polizei werden bekannt. Die belgische Justiz hat versagt. Politische Verstrickungen werden vermutet und untersucht. Als später der Weiße Marsch durch die Brüsseler Innenstadt zieht, bedeutet das Klatschen Protest, ist die Sprachlosigkeit ein Aufschrei. Ein Aktschluss zumindest in der Königlichen Seifenoper zu London. Scheidung. Die Sensationsreporter schnüffeln natürlich weiter nach pikanten Bettgeschichten. God save the Queen. Sie wird weiter gebraucht im Windsor-Clan. Kabul, die Hauptstadt Afghanistans, ist ein Trümmerfeld, als sie von den
Taliban-Milizen erobert wird. Den fanatischen Gotteskriegern gelingt es nicht, das ganze Land unter Kontrolle zu bringen. Afghanistan bleibt ein Pulverfass. Kaum ist 40 Jahre lang über das deutsche Ladenschlussgesetz diskutiert worden, schon wird es geändert. Unter der Woche darf ab sofort bis 20 Uhr Geld ausgegeben werden, am Samstag bis nachmittags um 4. Die Kunden mögen es, der Handel wartet ab, die Innenstädte hoffen auf abendliche Belebung. Die Deutsche Telekom geht an die Börse. Der gewaltige Werbeaufwand lohnt sich, das Aktienfieber grassiert. Für fast 2 Millionen Kleinaktionäre beginnt das Abenteuer Börse. Ein furioser Start, dann Ernüchterung. Dabei sein ist erst einmal alles. Im Vatikan kommt es zu einer Begegnung der seltsamen Art. Fidel Castro beim Papst. Ein Gemisch aus Schwefel und Weihwasser. Den beiden alten Herren scheint es zu behagen. Gern wüsste man, was sie sich alles so zu erzählen haben. Buenos días. Buenos días. Por haberme concedido el privilegio de poder saludarlo como si fuera este viaje a Roma. Eine weitere Flüchtlingstragödie in Zentralafrika. Hunderttausende trecken zurück nach Ruanda. In den Lagern in Zaire gibt es buchstäblich nichts mehr zu essen, seit den Hilfsorganisationen der Zugang verwehrt wird. Fürchterliche Szenen spielen sich ab. Niemand zählt die Toten. Eine militärische Hilfsaktion unter kanadischer Führung ist politisch nicht durchsetzbar. Über Afrika entführen Luftpiraten eine Maschine und wollen nicht wahrhaben, dass der Treibstoff ausgeht. Die Notwasserung vor den Komoren misslingt. Nur 50 von 175 Insassen überleben. In Belgrad wird der serbische Präsident Milosevic als Sträflingspuppe durch die Straßen gefahren. Er soll die Kommunalwahlen gefälscht haben. Die Opposition formiert sich. Hunderttausende auf den Beinen. Jeden Abend, wochenlang. Dann schlägt Milosevic zurück. Auch er kann Anhänger mobilisieren. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen zwischen Gegnern und Gefolgsleuten des Präsidenten. Polizei und Militär machen ernst. Schlachten toben auf Belgrads Straßen.